So, da sind wir wieder und machen mal weiter. Mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ich will nämlich mal kurz auf die Karte gucken. Also, so wie es aussieht, haben wir wirklich hier in der Maze of Shadows, können wir ja nicht weiter. Also haben wir wirklich nur noch den Weg hier. Jetzt aber erstmal gucken, was macht der Knopf? Ah, der lässt die runtergehen. Okay. Ja. Nein. Okay. Das ist schon mal eine gemeine Ecke. Wieder darum. Da lang. Und ich höre sie schon wieder. Also ja. Immer wenn der Schuss in den Empfänger geht, geht die Klappen auf oder zu. Also müssen wir wirklich mit dem Schuss mitlaufen. Und nein, wir fallen wieder runter. Und zwar direkt vor die Spinne, die gespawnt ist. So. Lass mich bloß in Ruhe, du blöde Spinne. Wieder nach oben. Wieder rum da. Und ich gehe völlig falsch. Da lang, da lang. Oh, ich habe Blaubeerkuchen gefunden. Ah, und ich fall wieder runter. Toll, ich habe Blaubeerkuchen gefunden. Der so viel wiegt, dass er meinen Tarion überlastet. Dann kann man ein Bredouin gleich mal essen. So, noch einmal runterfallen ist höchstens drin. Da müssen wir kurz schlafen. Ah, nein. Ich bin doch zurückgegangen. Was sollte das? Aber nee, jetzt muss ich mal kurz mich ausruhen, damit Talisa, Elana ihre Lebenspunkte wieder zurückkriegt. Und nicht gerade hier unten, wo die Spinne respawnen kann, fällt mir gerade ein. Das ist nämlich ein, wäre nämlich garstig, wenn die gerade Elana erwischt und die dann auch noch vergiftet ist und stirbt. So, jetzt ab. Fackel macht schon mal nichts, außer uns langsamer. Ja. Da ist ein Schalter. Ja, er öffnet da die Tür und da kommt ein Feuerelementar raus. Und wir fallen runter. Hm. Okay. Das ist gemein. Das ist echt gemein. Kommt da so ein blödes Feuerelementar raus. Und turnt jetzt wahrscheinlich hier in dem Raum rum. Na, nicht nur eins. Ah. Komm mal näher. Genau. Da kannst du ruhig bleiben. Ja. So. Nummer 1 ist erledigt. Da ist aber noch eins, das sich nicht einfrieren lässt. Aua. Feuerball ins Gesicht macht Schmerz. Jetzt bist du eingefroren. Jetzt kriegst du voll eine Breitseite, wenn ich dich treffen würde. So.
Nein. Was soll das? Ich bin doch zurückgegangen. Das Spiel ist an der Stelle komisch. Lebenspunkte hat sie gerade noch so. Ich schlafe lieber vorsichtshalber nochmal hier, dass sie etwas mehr kriegt. Weil ich habe keine Lust, zum Baukristall zurückzurennen. Also, offen. So. Und was machst du? Du machst dasselbe, was vorhin gemacht wurde. Okay. Und hier geht's dann wohl weiter. Das hier kennen wir ja, die Seite. Hier ist was zu essen. Einfach so in der Nische. Nee, nicht unter. Es geht da drüben tatsächlich ein Secret auf. Ihr wollt mich doch ärgern, oder? Nein, hier will ich runterfallen. Oh. Na gut, so kommen wir schneller wieder auf die andere Seite. So, kurz hier rum. Nein, hier ist diesmal falsch. Diesmal will ich hier rum. Das ist doch eine richtige Gemeinheit, oder? Und jetzt ist hier ein Secret aufgegangen. Wastelet of Tyrion. Das kenne ich gar nicht. Plus 1 Protection und 15% fast so Cooldown für alle Aktionen. Man könnte sie damit schnell zaubern, aber sie zaubert jetzt schon schnell. Was bringt das Bracelet? Plus 1 Stärke. Und er hat das Gifting. Das Gifting kann man an sie gehen. Er kann dann das hier tragen, was ihm eine Stärke mehr gibt. Und er das hier. So. Damit er nicht überladen ist. Nein. Kriegt sie mal das Schwert. Okay. Gut, wieder zurück. Jetzt sind wir auf der falschen Seite. Wir müssen wieder auf die Seite. So. Falsch. Da lagen mittlerweile, kenne ich das vom Vieh runterfallen. Okay, jetzt müssen wir wieder diese Sequenz hier abwarten und ich dachte, ich hätte gerade ein Feuerelement haben wir wieder gehört. Nein, das macht nichts. Ah, hallo Spinne. Schaden von Breno hier, das ist doch ein Witz. So. Und ab wieder nach oben. Und wieder versuchen hier rüber zu kommen. So, und gut. Ich hoffe, das war jetzt das letzte Mal. Hier kurz nach Scheitern gucken. Scheint aber soweit keine zu sein. Ich habe vergessen, drüben in der geheimen Nische nach Scheitern zu gucken. Ah, ich bezweifle, dass das da was war. Fackel. Und mal wieder eine Nachricht vom Lord Peril. Ich habe einen
potenziellen Egress, was heißt Egress? Wahrscheinlich einen potenziellen Weg zur Flucht gefunden oder zum Verschwinden. Ein unglaublich tiefer Schacht, der nach kalter, abgestandener Luft riecht. Ja, den haben wir auch schon gefunden und sind runtergesprungen und gestorben. Während ich über die Kante gestarrt habe eine Zeit lang, bin ich mir sicher, dass ich einen leichten Windzug hochwärts gefühlt habe. Vielleicht entstehend durch eine Öffnung in der felsigen Bergseite, irgendwo dort unten. Runen auf einer nahen Wand beschreiben einen gewissen Tod für alle, die dort hinunter gehen. Aber wenn ich keinen anderen Weg finde, dann werde ich wahrscheinlich zurückkehren und versuchen, dort hinabzusteigen. Lord Peril. Okay. Lord Peril will in diese Grube runtersteigen, in der wir gestorben sind. Vielleicht ist das ja wirklich. Also ich höre schon mal wieder Feuerelementare von hinter dieser Türe. Und die lasse ich erst einmal dort. Wow. Hör auf, mich so zu erschrecken. Also ja, Lord Peril scheint wirklich da runtergeklettert zu sein. Nehme ich mal an. Stein. Stein zu viel. Lederhose kann mal weg. Brauchen wir eh nicht mehr. Ich höre ein Feuerelementar sich hier anschleichen. Aua. Hier endlich ein, verdammt. Und ich höre noch eins. Da. Sehr schön eingefroren. So, wo kamt ihr her, lästige Viecher? Es ist sie überladen. Was kann sie denn ablegen? Na, schmeißen wir mal die Lederhosen weg. Die Fackel ist auch schon abgenutzt. Oder was? Jupp. So. Okay, dann gucken wir jetzt mal nochmal zu dem Tentakelviech. So. Eingefroren. Und draufhauen. Und nochmal so ein Stärke plus 1. Lebenspunkte Regeneration. Ja, das kann man mitkommen, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht brauchen werden. So.
Und dann sind wir ja schon wieder hier rum. Die Lederhosen haben wir dahin geworfen. Ja. Hier sind wir rum, also bleibt uns nur noch diese Tür da oben. Hinter der ich Feuerelementare höre. Ja, und ich würde mal sagen, bevor wir durch die Tür gehen, speichere ich erstmal wieder. Also, bis dann.